So, und willkommen zurück hier bei Charon Dawn of Hero. Ja, und wir sind das letzte Mal stehen geblieben, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja. So, gut, auf jeden Fall. Hab ich schon gesehen, hier ist ja dieser dunkle Fleck, der die Falle dort deaktiviert. Und dann können wir gegen diese zwei Dinger kämpfen, was auch immer das sein mag. Hey, was macht ihr da? Das wird euer Ende sein. Ja, alles leere Versprechungen. Aber hey, immerhin sieht ihr stylisch aus. So, ein Ligardist, also ja. Sondern durch Bohrer. Und einmal der Paralysepfeil. Okay, der eine verteidigt sich, ja. Aber der Berserker, dieses Berserker-Manett, das ist schon ein bisschen overpowered. Möchte ich mal sagen. So, einmal das, alles klar. Dann können wir da nochmal den Donnerdurchbohrer einsetzen. Und dann setzen wir jetzt noch bei ihm den Paralysepfeil ein. Und dann könnte er sich nicht mehr wehren. Okay, aber seine Attacke ist eigentlich auch ziemlich overpowered. Hier mit der Wahrscheinlichkeit, dass der eine dann auch tatsächlich stirbt nach dem Angriff. Wow. Naja, so dieses Berserker-Amulett, das ist schon ziemlich heftig. Stärker würde ich sagen, ganz klar. Um noch stärker zu werden, was ich ohnehin schon bin. So, sonst wäre ja kein aufgestiegen. Nee. Nur tote Dämonen sind gute Dämonen, außer ich natürlich. Oh, okay, da kann man nur speichern und sich nicht heilen. Okay. Zäh, wer hätte es gedacht, ihr seid tatsächlich entkommen. Nun denn, was wollt ihr nun tun? Wir werden gegen euch kämpfen. Eure Pläne gefährden die Sicherheit Seeals. Wirklich? Woher wollt ihr das wissen? Unsere Ambitionen sind jenseits eures Verständnisses. Was soll das heißen? Wir wollen uns hier in Seeal ein neues Reich aufbauen, über das wir Dämonen herrschen können. Die Menschen sind uns hörig und es wird nie wieder zu Konflikten kommen. Wir werden ein Utopia erschaffen. Willst du dich uns nicht anschließen? Nie im Leben. Ihr würdet die Menschen unterdrücken und unterjochen. Ich will aber in Frieden mit den Menschen leben, und zwar als Mensch. Ich sehe, du bist von deiner menschlichen Gestalt verblendet worden. Die Dämonen sind doch eine höher gestellte Spezies als diese jämmerlichen Menschen. Und wenn schon, ich vertraue ihnen und sie vertrauen mir, es sind meine Freunde. Genau, Sorata. Auf uns kannst du zählen. Unsere Gemeinschaft zerbricht nie, bis sie zerbricht. Ich glaube an dich, Sorata. Wenn das so ist, dann zeige ich euch die wahre Stärke eines Dämons. Und ich wette, auch das sind wieder leere Versprechungen. Und ich weiß nicht, warum du so viel größer bist als wir. So, auf jeden Fall die schwarze Hand, ganz wichtig. Technik. Ja gut, ich wette, bei Bossen bringt das nichts. Aber ich versuch's trotzdem. Paralysepfeil, ja doch. Ja, aber die schwarze Hand, die tut's auf alle Fälle. Verfehlt schon mal sehr gut. Damage. Paralyse wird wahrscheinlich bei ihm auch nicht funktionieren, aber probieren geht über studieren. Ja, vor allem sie mit ihrem Schatzhand und er mit seinem Berserker, aber die machen schon sehr viel. Aber er eigentlich auch mit dem Schlag. Okay, keine Ahnung, warum er jetzt nicht angegriffen hat. So, nochmal die schwarze Hand. Danach können einsetzen. Du kannst jetzt aber einmal Zauberwasser für sie geben. Oh, der Schaden ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie schlimm, den sie hier verursacht. Oh,
oder er, keine Ahnung, bin ich eigentlich gar nicht sicher, ob das jetzt eine Hau oder sie ist oder sowas in der Art. So, dann nochmal schwarze Hand. Ich bohre Paralysepfeil. Auf jeden Fall hält sie viel auf. Oder eher halt. Mann, ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich viel zu sagen. Vom Faceheads her könnte es mir nicht sein, aber auch. Ja, auf jeden Fall dieser Dämon, sagen wir einfach dieser Dämon. Hält viel aus. nee, das ist ja auch wieder. Könnte ja auch eine Dämonin sein. Ach, sagen wir einfach Dämon-Sternchen innen. Das ist, dann. Da kann sich ja keine beschweren. So. Wie wäre es denn mit. Achso, ich kann ja keinen schwarzen Bein setzen. Ja, dann muss ich wohl zur Bar ein Wässerchen, ne? Einsetzen. Dann nochmal den Dolchbohrer und nochmal der Paralysepfeil. Okay, sollte gleich geheilt werden. Ach Mensch, das war's schon. Lächerlich. Ich will eine Herausforderung, verdammt nochmal. So. Gut. Ach ja, er ist wieder schnell geworden. Dann werde ich ihm jetzt auf alle Fälle auch hier seine MP erhöhen, weil das ist ja doch schon wichtig. So, hier haben wir jetzt die volle 70 erreicht, was die Stärke angeht. Mist, ich hab's was vergessen. Was? Die habe ich besiegt? Vom Menschen besiegt? Unmöglich. Oh, tot. Das kam unerwartet. Aber da er sich von Menschen hat töten lassen, ist es gut, dass Zeitzerion nicht mehr am Leben ist. Was? Er war doch dein Gefährte, dein Schüler. Okay, es ist doch ein Er. Und du behandelst ihn wie ein Stück Dreck? Wieso nicht? Der Mund besitzt kein Mitleid. Jedoch bist du interessant, Blondschwab. Deine Stärke wäre ihm sicher willkommen. Von wem redest du? Du wirst ihn kennenlernen, denn du wirst Zaizerios Ersatz. Dass ich nicht lache, du wirst mich schon halb totschlagen müssen. Wenn es weiter nichts ist. Zurata! Na warte, dir zeigen wir es. Ihr Menschen sicher nicht. Ja toll. Mit simplen Maker-Animationen kann ich eine Gruppe auffällig machen. Ja, lächerlich. Ich wette, wenn du jetzt mit uns in einen richtigen Kampf gegangen wärst, dann hättest du sehr arm ausgesehen. Mann. Elender Betrüger. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Das. Wie kannst du noch stehen? Ich werde meine Gefährten nicht im Stich lassen. Psst, so stirbst du nicht. Ich gebe nicht auf. Ja, toll. Wenn er tatsächlich so einen starken Willen haben sollte, wird er sicher kommen, um seine Freunde zu befreien. Sag mal, Asuka, bist du ein Mensch? Natürlich, du Dummerchen, sonst müsste ich doch deinen Clan entstammen, oder? Hm, stimmt. Surata, du musst Acht geben. Wir können uns nicht mehr so oft treffen. Was, wieso das denn? Du bist ein Dämon und nicht ein Mensch. Deine Artgenossen würden etwas nicht tolerieren, darum dürfen wir uns nicht mehr treffen. Aber wir sollten noch zusammen nach Seeall gehen. Ich weiß, aber du weißt, wie du dorthin gelangst. Du gehörst in die Welt der Menschen. Und was wird aus dir? Was? Wie? Wo bin ich? Wie komme ich hierher? Stimmt, ich fiel vom Schlachtschiff. Ich wurde wohl hierher getrieben. Die anderen nicht hier. Werden sie sich wohl noch auf dem Schiff befinden? Hm, da muss ich erstmal einen bewohnten Ort suchen und mich informieren, wo ich überhaupt bin. Und dann hole ich meine Freunde daraus. Aber noch wichtiger, erstmal speichern. Und heilen. So. Dann finden wir mal heraus, wo wir sind. Ja, und jetzt, wo wir alleine sind, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, denke ich mal. Ne? Ah, da haben wir schon eine schöne Kiste. Breitschwert und eine Diebesweste. Das hört sich gut an. Und es ist auch gut, wie es aussieht. Stahlschild. Ja, ist auf jeden Fall besser. Beste, ist die denn besser? Definitiv. Ja, Berserkerin behalte ich jetzt einfach mal. Hä, was ist denn für Digger?
ein Räuber, wie es aussieht. Aber hey, mit dem Berserk, wow. Ich muss ja gar nichts mehr machen. Der macht sich alles von alleine durch dieses Amulett. Das ist total overpowered eigentlich. Aber hey, soll mir recht sein. Ich frage mich, ob die Gegner dann auch alle alleine sind, wo ich es jetzt bin. Oh nee, nicht ganz. Aber hey, der Säckering, der macht das. Ja, perfekt. Muss ich nichts mehr machen. Ich überlege gerade, ob ich mir diesen einen Fisch da schnappen kann. Ja, ich sollte vielleicht jetzt vorsichtig sein, wo ich alleine bin, mal hier und da so ein kleines Wässerchen gönnen. Ja, aufputschen, das würde jetzt auch nichts mehr bringen. Oh. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Weil dieser elende Versager mal wieder verfehlen musste. Toll, jetzt kann ich dem Glück gar nicht passieren. Also kann ich den Fisch ja doch nicht schnappen. Oh, aber da ist noch ein Fisch. Na gut, aber die kann ich auch nicht ran. Und warum fliegt die Möwe so weird? Naja, Hauptsache ich kann hier speichern und mich heilen. So, du wirst uns keine Probleme mehr machen, elender Dieb. Tja! Das sagt mir nur, dass ich sehr beliebt bin, wenn sogar ein Ritter des jemenitischen Kaiserreichs kommt, um mich hinzurichten. Sei bloß nicht so vorlaut. Wenn sich die Aasgeier und Monster an dir laben, wird dir das Lachen schon vergehen. Dann hoffe ich doch, dass ihr so viel gute Laune bekommt. Genug, du wirst dir wünschen, nicht so vorlaut gewesen zu sein. Was wird das denn? Wer bist du? Was mischst du dich ein? Wir führen hier einfach ein Gesetz des Kaisers aus. Willst du dich etwa dagegen stellen? Euer Kaiser ist mir egal, zudem sehe ich nicht mit an, wie ihr einen Wehrlosen hinrichtet. Du musst wahnsinnig sein, Junge. Das scheint meine Chance zu sein. Was? Wie hast du das gemacht? Nun, so leicht kann man sich nun mal nicht fangen. Dann werden wir halt euch beide töten. Ich habe für so etwas nun wirklich keine Zeit. Sieht wohl so aus, als müssten wir zwei Hübschen zusammenarbeiten. Mein Name ist übrigens Jin. Mein Name ist Horata. Sehr gut. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich kann mit den Bomben in deinem Gepäck Attacken ausführen. Probieren wir es einfach aus. Echt jetzt? Okay, das wäre cool. Schauen wir nochmal. Bombe. Ach so. Eine einfache Explosion, aber geringe Zerstörungskraft. Zwei Bomben benötigt. Giftklinge. Vergiftete Gegner. Hört sich auch gut an. Aber ich probiere das erstmal aus hier. Dann sind die Bomben jetzt tatsächlich zu etwas Nutze. Auf den, sagen wir mal. Naja. Ob sich das lohnt, ich weiß ja nicht. Technik Giftklinge. Wie das so ankommt. Hui. Ah. Okay, immerhin das schon mal. So, jetzt sollte ich mich aber heilen. Hier. Mein Gott! Betreib doch nicht, Junge! Komm schnell, ja, ich glaube, Kraft hier hoch wäre vielleicht doch ein bisschen besser. Ja, der sollte sich vielleicht eher um die Heilung kümmern hier. Erstmal. Ja.
Das normale Heilwasser, das mache ich auch nicht mehr wirklich viel aus. Fällt mir so gerade auf. Okay, Dodge-Schaden, schon mal gut. Ja, normale Schaden mache ich jetzt auch nicht wirklich viel hier. Sehr gut, da ist er schon mal alleine. Ja, wunderbar. Ja, aber der war schon auf jeden Fall etwas stärker, vor allem der eine Kommandant. Aber dementsprechend gibt es auch recht viel Erfahrung. Oh, verdammt. Hey, das hat wirklich gesessen. Du bist ziemlich tough, mein Freund. Ja, ja, mag sein. Aber ich habe keine Zeit, ich muss meine Freunde finden. Denn Freunde, was ist denn mit ihnen geschehen? Sie wurden von jewenitischen Oberbefehlshaber gefangen genommen. Doch ich weiß nicht, wo sie sind. Und überhaupt, wo bin ich hier? Nun, du bist hier auf der Insel Xinu, in der Nähe der gleichnamigen Stadt. Oha, hierhin wollte der Oberbefehlshaber doch auch. Dann müssen meine Freunde hier sein. Aha, da du mir geholfen hast und ich mich in der Stadt besser auskenne als du, werde ich dich begleiten. Was hältst du davon? Ich schätze, ich kann ohnehin nicht ablehnen. Von daher, komm ruhig mit. Glaub mir, mit Jin, dem richtigen Schattendieb, gelangst du immer ans Ziel. Und wir haben einen neuen Kollegen. Ja gut, den haben wir eigentlich schon gerade in den Kampf, aber jetzt hat er sich uns offiziell angeschlossen. Gut, ihr könnt dann hier ruhig weiter verrotten. Beziehungsweise eure Leichen. Und ja, gut, heilen können wir uns jetzt erstmal nicht. Können wir im Prinzip noch weitergehen. Achso. Achso, das war quasi nur so ein Weg von da aus. Ja gut, dann können wir da quasi nicht mehr zurück und gehen einfach hier rein. So. Zum Glück haben wir hier diese Brunnen. So brauchen wir keinen Durst zu fürchten. Willkommen in Xinu. Als Fremde solltet ihr auf die jemenitischen Soldaten Acht geben. So, erstmal speichern und heilen. Jawohl, ja. Die Musik hört sich mir gerade ein bisschen seltsam an. Oder. Moment. Ja, erstmal ist wieder alles normal. Auch wenn hier, wenn wir in der Wüste sind, gibt es genug Wasser, aber trotzdem ist es heiß. Das war jetzt mein Haus, doch die Venetische Administration hat es abreißen lassen, weil ich meine Steuern angeblich nicht bezahlt habe. Oh Gott, die Musik ist ja wirklich so furchtbar. Das sieht irgendwie ein bisschen schräg an. Als ob da quasi dieselbe Melodie nur in schlechter quasi gleichzeitig läuft. Also mit der Standardmusik, das ist irgendwie... So, da sind wir. Ich präsentiere dir mit stolzer Brust Xinu, die Wüstenstadt. Ich danke dir, dass du mich hergeführt hast, aber ich muss nun meine Freunde finden und befreien, und zwar alleine. So, so, und du weißt natürlich auch, wo sie sich befinden. Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Siehst du, ich helfe dir, deine Freunde zu retten. Danke. Weißt du, wen sie gebracht wurden? Mir kam vor meiner geplanten Exekution zu Ohren, dass im Gefängnis neue Gefangene angekommen sein sollen. Das sind sie bestimmt. Wo befindet sich das Gefängnis? Halte ich nach links, dann gehst du, gelangst du dorthin. Links, okay. Aber erstmal umsehen. Oh, okay, der redet nicht mit mir. Fallt euch ruhig, dann passiert auch nichts. Vor kurzem kamen die jewenitischen Truppen hierher. Seitdem leben wir unter ihrer Besetzung. Oh, das hört sich echt seltsam an, mit dieser anderen ähnlichen Musik im Hintergrund noch gleichzeitig irgendwie. Das ist... Gänsehaut. Oh. Da geht's also auch noch weiter. Da scheint ja nichts zu sein. Westen, Gefängnis. Osten, Marktplatz, Norden, Residenz der jewenitischen Administration. Ich gehe erstmal zum Marktplatz. Einkaufen ist immer wichtig. Ja, das ist der Marktplatz. Nur hier darf ich spielen. Ich habe hier die beste Gegenstände. Welche wollt ihr kaufen? Ja, hier diese Peanuts, die brauche ich nicht mehr. Die
die nur so 50 heilen, das merkt man, das bringt nicht mehr wirklich viel. Passt, passt, passt. Ja, das mit den Bomben, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, so 9 könnte ich mir noch. Es war Xinu, ein mächtiger Stadtstaat in der westlichen See. Und dann kam das Kaiserreich Jemen und annektierte das Land. Und wieso habt ihr da nichts unternommen? Jemens Armee ist die wohl mächtigste und größte in ganz Seeal. Selbst Rowan ist im Nordosten und Karan, das im Westen, können als einflussreiche Königreiche nichts gegen das Kaiserreich Jemen ausrichten. Aber ich, und zwar alleine. Oh, ja, bist du denn bitte? Habt ihr Interesse, neue Techniken zu lernen? Illegale Techniken, weil warum solltest du sonst in der dunklen Ecke hier stehen? Schwarzmarkthändler wahrscheinlich. Finsternis. Abaddon. Feuer Rare. Ice Rare. Blitz Rare. Gift. Oh ja, bitte. Adlerklaue. Hast. Wunderbar. Der frühere Sitz des Senats unserer ehemaligen Regierung ist nun die Residenz des jemenitischen Kaisers unter seiner Vasallen. Jetzt residiert Jerian, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte dort. Als Dämon soll er schreckliche Kräfte besitzen. Hier steht doch Inn, aber okay, wahrscheinlich ist das hier der Inn. Aha! Ich frage mich, wann wir die öffnen können. Solange wir uns durchfallen und jedem geben, was es will, können wir in Frieden leben. Ich kenne euch. Ihr seid der Typ, der den Chef erledigt hat. Okay, okay. Ich dachte, hier entgehe ich euch. Ich mache mich dann mal auf Narkose. Hehe. Das würde ich dir auch raten und stelle ich den Soldaten dort freiwillig. Natürlich, ich käme doch nie auf die Idee, was Dummes anzustellen. Oh Mann. So haben wir einen weiteren Liebhaber. Okay, jetzt fällt mir gerade auf, warum steht hier jetzt zum Beispiel Sorata in der Textbox, obwohl das ja eigentlich sonst immer hier so separat stand da oben. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Und was ich noch nicht verstehe, warum ist er so naiv und glaubt, dass die Diebe sich tatsächlich da stellen. Also ich würde sie ja tatsächlich da selber begleiten, aber geht nicht wegen Plot. So, auf jeden Fall speichern wir erstmal. Und jetzt klappern wir erstmal die ganzen Häuser hier ab, in die wir reingehen können. Gehst du da weg? Jetzt. Danke. Das sollen wir vorerst nicht reingehen, mein Freund. Warum denn nicht? So, könnt ihr uns helfen? Ihr seid doch nicht von hier, oder? Nun ja, das stimmt. Wir kommen nicht von hier. Wieso? Wir stellen für die jemenitische Armee Waffen her. Jedoch benötigen wir für diese Qualität Erz aus den Maharon-Bergen. Da diese Gebirgskette auf Nagara liegt, können wir schlecht dorthin kommen. Und unsere Vorräte an Erz gehen auch zur Neige, wenn wir keine Waffen mehr herstellen können. Dann erwartet unser Geschäft eine grausame Strafe. Könnt ihr nicht einfach Erz aus Nagara portieren lassen? Theoretischerweise ja, doch glaube ich kaum, dass wir diese Bitte bei der Provinzverwaltung durchbekämen. Geschweige denn, dass das Kaiserreich etwas aus dem Feindesland importieren würde. Ihr seht, wie schwierig unsere Lage ist. Könntet ihr uns helfen? Nun, klar machen wir. Oha, vielen Dank. Ihr müsst 8 Erzkristalle in Maharon-Pass finden. Das Ungewöhnliche an diesem Erz ist, dass es regelrecht aus dem Erdboden sprießt. Ihr solltet kein Problem haben, es mitzunehmen. 8 Erzkristalle. Maharon-Pass. Ja gut. Und dann nur etwas Mickigeres als Belohnung. So, was hast du denn schon an Waffen? Das habe ich ja schon. Ein Round-Schild. Ah gut, das habe ich ja, glaube ich, sogar gerade gefunden. Ansonsten. Ja, ein Eisenmesser und das war's. Hier, einmal zack. Und dann nochmal. Das Rundschild. Jawohl, ja. So, hier können wir auf jeden Fall noch rein. Nope, erstmal nicht, erstmal nicht. Wir verdienen kaum etwas an den zahlreichen jemenitischen Soldaten. Dem Kaiserreich und seinem Militär müssen wir kostenlos
Verköstigungen bieten. Ich ertrage es kaum länger, von diesen Herrenmenschen aus Heaven unterjocht zu werden, aber was will man machen? Militärisch sind sie leider um Längen stärker als wir. Nur wenn ich unsere Stadt bin, kann ich die Soldaten vermöbeln. Darum muss ich ganz viel essen. Ich habe von etwas Glitzerndes auf dem Marktplatz gesehen, aber wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. Ja, wahrscheinlich hast du dich getäuscht. Puh, das Einzige, was bei so einer Hitze hilft, ist ein eiskalter Drink. Zum Glück können wir als hier venetische Soldaten so viel trinken, wie wir wollen. Puh, in diesem Uniform hält man es kaum aus. Zum Glück habe ich meinen erstmal verstaut. Ist schon blöd, wenn man hier versetzt wird, mitten in die Wüste. Bitte stör mich nicht, ich muss arbeiten. Gut, alles klar. So, glitzern. Er hat von irgendwo etwas glitzrigem geredet. Ah ja, da unter der Palme. Hast du wohl geglaubt, du kannst dich von mir verstecken, war? Moment, liegt da nicht etwas? Mitnehmen. Ein Schlüssel! Ja, wofür der denn gut sein mag? Dem man Türen öffnen kann, aber welche? Also die bestimmt nicht, weil zumal das ja auch so ein Vorhang ist. Aber gut, dass es da irgendwie auch den einen Hinweis vom NPC gab. Es wäre unklug, jetzt schon zur Residenz zu gehen. Achso, okay. Na? Verschwinde, ihr kommt hier nicht rein. Verdammt, da gibt es keinen Weg hinein. Was erwartest du? Brokkoli. was? Naja, gut. Kann jetzt wahrscheinlich kaum einer was mit anfangen mit dem Gag, aber naja. Dass du da ohne Probleme rein kannst und alle Soldaten ausschaltest, das erfordert Taktik, mein Freund. Und was schlägst du vor, Jin? Einfach den Berserkerring aufsetzen und los geht die Party. Zuerst brauchen wir jemenitische Uniform. Ach, von daher lass uns Soldaten suchen, denen wir die leicht ohne Aufsehen zu erregen abluchsen können. Ich schlage vor. Direkt den drei hier, oder? Oder den beiden? Nee. Das wäre bestimmt sehr unauffällig gewesen. So, wie wär's mit ihm hier? Na gut, dann nicht. Okay, dann können wir auch noch nicht lang. Komm, am besten speichere ich erstmal. Nochmal. Können wir da vielleicht jetzt hier rein? Hm. Da sind doch Soldaten. Aber wo hat er die verstaut? Das ist doch die Frage. Vielleicht im Bücherregal? Vielleicht oben. Das kann natürlich sein. Ah ja, da sind Kisten. Aha. Naja gut, das ist nur ein Ausrüstungsgegenstand. Aha. Da haben wir's. Oh mein Ball. Okay, können wir das anscheinend nicht ausrüsten. Ja gut, dann gehe ich dann aber erstmal zurück. Was anderes können wir ja wahrscheinlich nicht machen. Erst einmal. Warte mal. Der Schlüssel ist weg. Ach, dann wurde der wahrscheinlich für diese Tour hier benutzt. Fände ich aber auch gut, wenn man dann wüsste, dass man den Schlüssel gerade verwendet hat. Also wenn da so ein Hinweis steht. Aber ich frage mich gerade, warum lag der Schlüssel da an der Palme?
Wenn die Uniform doch scheinbar den Soldaten da einem Inn gehört. Das ist auch ein bisschen seltsam. Also so komisch, dass sie den Schlüssel nicht bei sich tragen. Ja gut, vielleicht haben sie den verloren. Das könnte natürlich eventuell sein. So, am besten ist es, wenn wir hier die Uniform anlegen. Vor den Augen des Wächters, der hier in unserer Richtung guckt. Dann müssen wir auch bequem in das Gefängnis hineingelangen können. Ich meine, als ob der das nie sieht. Es gibt hier keinen anderen Weg. Aber cool. Oh, ihr müsst die Neuen sein. Nur hinein mit euch. Der Aufseher ist noch nicht zurück, aber die anderen werden euch schon einweisen. Sehr gut, das wird besser als gedacht. Die Gefangenen sollten sich weiter unten befinden. Gut, packen wir es an. Juhu, ich komme zu dir. Halte noch ein wenig aus. Glaub mir, ich kann mir etwas Spannenderes vorstellen, als auf diesem gottverlassenen Flecken der Welt zu sitzen und minderwertige Kriminelle zu bewachen. Vor allem, dass es hier so verdammt heiß. Ich habe euch ja noch nie gesehen. Ihr müsst wohl Rekun aus Hauptstadt sein. Wer will... Was heißt hier, ich habe euch noch nie gesehen? Ich meine, die Soldaten sehen doch alle gleich aus. Wie will man denn bitte den einen von dem anderen unterscheiden können in der Rüstung? Gibt überhaupt keinen Sinn. So. Speichern wir noch einmal und gehen jetzt schön runter. So, da werden wir. Die Uniform brauchen wir erstmal nicht weiter. Was? Das ist total bescheuert, die jetzt schon auszuziehen. Trotzdem müssen wir uns weiter von den Wachen in Acht nehmen. Ja, aber, Mann. Ey. Was ist denn das für eine Logik? Wenn wir die Uniform anbehalten hätten, dann müssen wir uns vor denen noch keine Acht geben. Also, das verstehe ich nicht. Ja, okay, das ist natürlich so gewollt, dass man hier nicht erwischt wird, aber. Aber nein, das ergibt einfach storymäßig keinen Sinn. Dass sie die Uniform einfach jetzt schon mitten in den Gefängnissen ausziehen, wo sie doch eigentlich locker hätten durchmarschieren können. Also, oh Mann. Das ergibt ja vorne und hinten keinen Sinn. Ja, klar, das Minispiel, dass man hier nicht entdeckt wird von ihnen, ist schon ganz cool. Achso, okay, und wenn man entdeckt wird, dann wird man einfach wieder nicht ganz rausgeschmissen, sondern nur bis hier. Das ist auch natürlich sehr logisch. Ne? Naja, gut. Ich überlege gerade. Lol. Okay, Moment. Okay, da sieht er mich nicht. Na gut, ab da sieht er mich dann natürlich. Ja, okay. Aber trotzdem ist er ein bisschen unruhig, dass er mich da einfällt, quasi unten neben ihm nicht sieht. Auch dezent seltsam. So, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil sie dann ja beide in meine Richtung gucken können. Ja, okay, da war ich jetzt wieder ein bisschen zu voreilig. Ja, bis hier ist das ja alles kein Problem. Klar. Ja klar, an sich natürlich ein cooles Minispiel, so nicht entdeckt zu werden und so von den Soldaten, aber jetzt war Hand aufs Herz storymäßig gesehen, ergibt das jetzt einfach überhaupt keinen Sinn, jetzt schon die Rüstung und hier im Gefängnis auszuziehen, weil, ne, wenn man eben die Rüstung anhätte, hätte man ja normal an den Soldaten einfach vorbeilatschen können, ohne sich da Sorgen zu machen, erwischt zu werden, also ja, das ist halt, ne, dezent logisch, sagen wir mal so. Sie mussten halt jetzt die Rüstung ausziehen wegen Plot und so, ne? Naja. So, kleines, aber feines Schieberätsel, das ist okay, sowas natürlich. Das kann man mal machen.
Ich nehme an, hier gibt es dann wieder einen geheimen Weg. Oder auch nicht. Okay. Das ist interessant. Ja, eventuell hier irgendwo. So weiß ich nicht wo. Aber das wäre dann irgendwie witzlos, weil warum sollte man da die Kisten davor verschieben? Oh, Moment, ich sehe schon. Da ist ein dunkler Fleck. Muss man nur ein bisschen genau beobachten, die Gegend hier. Erkunden. Okay, also hat das doch keinen Sinn, dass da der dunkle Fleck ist. Der ist einfach nur so da. Aber der sagt auch nichts dazu, dass da ein Ritter im Weg steht. Ah! Oh, halt. Ich glaube, dann weiß ich doch. Wahrscheinlich muss man eine Kiste draufschieben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Hä? Ist die Kiste jetzt unter dem Boden verschwunden? Okay, jetzt ist sie doch wieder drauf. Okay, das war ein bisschen seltsam. Andererseits, warum stellen die Wächter sich selbst hier so Rätsel mit Schaltern und Kisten auf, um zu den Gefangenen zu gelangen? Das ist auch ein bisschen weird. Verdammt, da kommt jemand. Schnell Deckung. Ja, ja, ich mache ja schon. Mensch, ich brauche eine Pause. Das ist ja belassen, wir diesen Abschaum zu bewachen. Ja, kannst du mal ein bisschen schneller gehen? Das war's, er ist weg, weiter geht's. Tja, welche göttliche Fügung, dass er genau jetzt, wo wir hier sind, keine Lust mehr hat, die Gefangenen zu bewachen. Tja, die kennen wir alle nicht, also lassen wir die natürlich auch da. Endlich! Das sind meine Freunde in den Zellen. Wer weiß denn das? Du guckst da noch gar nicht rein. Na, dann gehen wir sie mal befreien. Miyuki, ich bin der Sorata. Ich bin gekommen, um euch herauszuholen. Sorata, du bist hierher gekommen? Natürlich, Gefährten lasse ich nicht im Stich. Das sieht dir ähnlich. Yuuko hatte sich schon Sorgen gemacht. Ja, wir kümmern jetzt diese Tür auf. Lass das meine Sorge sein. Geh mal kurz zur Seite, Sorata. Sieht nicht allzu schwer aus. Geht doch, ich bin genial, oder nicht? Tja, das ist Jin. Er ist unser neuester Gefährte. Zumindest hat er mir geholfen, hier runterzukommen. Schön und gut, aber lass uns die anderen auch. Übrigens, hier hast du das Buch Seh uns wieder. Warum wurde mir das denn weggenommen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Ja gut, warum nicht? Einen Moment mal bitte. Einen Moment mal bitte. Warum kann ich die jetzt schon alle auswählen? Obwohl ich noch nicht alle befreit habe. Ist auch ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, ich bleibe bei den Vieren. Die gefallen mir einfach am besten so. Ein bisschen in der Reihenfolge. Yuuko, Satoshi und Miyuki, so. So, dann brauchen wir die doch eigentlich gar nicht mehr befreien, weil die ja schon in unserer Gruppe sind, ne? Obwohl sie noch in den Zellen sind, komischerweise. Wurde auch mal Zeit. Ich wusste, dass du kommen würdest. Wir sollten diesen Ort schließlich verlassen. Kann ich jetzt eigentlich schon gehen? Ah ja, okay. Yuuko, ich bin das Sorata. Du bist es. Ich wusste, du würdest kommen. Das war doch selbstverständlich. Und wer ist dieser Mann bei dir? Holla, Sorata. Du hast mir gar nicht von deinen Freunden mit den beeindruckenden Rundungen erzählt. Was war das? Wer sind Sie, Sie Perversling? In der Tat, ich war wohl etwas forsch. Mein Name ist Jin, auch bekannt als Schattendieb. Ich habe Sorata geholfen, euch herauszubringen. Stimmt das?
Ja, das ist wahr, er hat mir geholfen. Er kennt sich in Xin nun bestens aus, wie es scheint. Korrekt, und deswegen sollten wir uns mal wieder nach oben bewegen. Die Wachen werden sicher bald zurückkommen. Und wir werden wahrscheinlich kämpfen müssen. Bereitet euch deshalb vor. Tja, und alles wäre nicht passiert, wenn wir die Rüstung anbehalten hätten. Och Gott, können wir die armen Seelen nicht auch befreien? Das ist doch egoistisch, die einfach da drin zu lassen. Ich meine, nur weil wir sie nicht kennen, sollen wir sie das einfach da verrotten lassen? Wo ist denn da die Menschlichkeit? Ja, ich weiß, er ist ein Dämon, aber er will ja menschlich werden. Das ist ja die Sache. Wer hat die Kisten jetzt eigentlich wieder hier zurückgestellt? Na gut, war wahrscheinlich der Wächter, der da gerade abgehauen ist. Wenn ich mich jetzt erwischen lasse von denen, dann spare ich mir doch eigentlich den Weg, oder? Dann bringt sie mich ja quasi direkt da zurück. Ja, perfekt. Und dann haben sie natürlich gesehen, jetzt, wo ich die Gefangenen auch noch bei mir habe, haben sie gedacht, ach komm, schicken wir die einfach auch zurück, ne? Hauptsache, wir machen unseren Job. Sir, was ist passiert? Sie sind ja außer Atem. Natürlich, der Schatten, die wurde von einem fremden Krieger gerettet. Was? Unmöglich! Und was sollen wir tun? Diese verdammten Anführer natürlich zur Strecke bringen, was sonst? Sie müssen noch in der Stadt sein. Kommt und sucht sie. Guten Tag, die Herren. Sucht sie etwa uns. Als ob die gerade ganz endlich gesehen haben. Das sind sie und diese Bastarde wollen mit Gefangenen fliehen. Ergreift sie! Lächerlich. So, dann greifen wir auf jeden Fall mal an. Komischerweise. So, einmal hier. Unter dem Paralyse-Pfeil. Sehr schön, verfehlt. So, der erste ist schon mal weg. Das war wunderbar. Und der nächste. Ja, aber die Attacke ist auch schon ziemlich imber. Würde ich mal sagen. Der Donnerdurchbohrer. Ja, okay, aber er ist jetzt betäubt. Die haben auch schon ein paar... Hä? Moment, ich war betäubt und kann trotzdem mal greifen? Hä, aber das hat schon jetzt für Sinn. Aber okay. So, ein paar Items gibt es natürlich wieder. Und ich bin wieder ein Level aufgestiegen. Bedeutet für mich, dass ich natürlich wieder mit Stärkung steige. So, und du... Agilität machen wir mal voll. Ja, das ist dann auch ganz gut, würde ich sagen. Ihr seid nicht normal. Ah! Oh Gott. Und der haut auch noch ab. Das wäre geschafft, aber was nun? Am besten begeben wir uns in meine Wohnung hier in Xinu. Dort können wir uns in Ruhe unterhalten. So sieht es aus, Majestät. Zahlreiche Regimenter wurden von unbekannten Gegnern ausgelöscht. Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass sich diese neue Gruppierung in Richtung Karandas bewegt. So, so. Dann gib Nachricht an Jarion. Er soll mit seinen Truppen unserer Invasionsarmee in Karandas unter die Arme greifen. Dann werden wir auch diese Bedrohung ausmerzen. Nun, ich fürchte, da gibt es ein Problem, aber Befehlshaber Jarion hat ausdrücklich untersagt, Truppen abzuziehen. Es scheint, als wolle er sich in Xinu verbarrikadieren. Dieser Bastard. Er widersetzt sich meinen Befehlen. Wie? So wird er noch alles zunichte machen. Ist irgendwas Ungewöhnliches passiert, als Jarion nach Xinu aufgebrochen ist? Nun, man sagt, er habe seltsam aussehende Fremde zu seinen Gefangenen gemacht und auf sein Schiff gebracht. Sie sollen aber während der Überfahrt ausgebrochen sein und Caecilio ermordet haben. Ich sehe, dann ist der letzte Spieler wohl in Erscheinung getreten. Was meint ihr damit? Unwichtig, bereite alles vor, denn ich werde in Kürze höchstpersönlich in Xinu eintreffen.
der Kaiser nichts gesagt hat. So ist das also. Also habt ihr quasi den Auftrag, Geryon auszuschalten. Kann man so sagen. Zumindest sind seine Missionen zu gefährlich. Wenn wir Frieden haben wollen, müssen wir die Unruhestifter beseitigen. Es bleibt uns also nichts weiter übrig, als ihn zu töten. Nun, wenn das euer Ziel ist, lasst mich euch helfen. Ich will diesen Geryon nämlich auch töten. Wieso das denn? Dieser Mistkerl ist verantwortlich, dass mein Volk, das Volk von Xinno, unterdrückt wird. Auf die erniedrigstende Art und Weise. Dein Volk? Du siehst aber gänzlich anders aus als die restlichen Bewohner. Ich wurde als kleines Kind hier ausgesetzt. Die Bewohner habe ich aufgrund und erzogen wie eine der ihren. Das hier ist meine einzige Heimat. Und diese verdammten Dämonen stecken scheinbar hinter Jevens aggressiver Eroberungspolitik. Wenn ich meinen Landsleuten helfen kann, die Besetzung Jevens durch den Tod Geryons zu beenden, dann soll es so sein. Ich kenne einen Weg in die Residenz von Geryon, ein Geheim, um genau zu sein. Nun habe ich nur das Problem, allein schaffe ich es nicht. Wollt ihr euch nicht mit mir zusammentun? Natürlich helfen wir dir, Jin. Zusammen werden wir diesen Geryon schon erledigen. Ich danke euch. Bevor wir zur Residenz gehen, dort sollte Geryon sich aufhalten, müssen wir uns noch ausrüsten. Der Markt hier bietet ausreichend Angebote. Nun, dann nichts wie los. Gut, gut. Dann die Residenz. Suche einen Weg in die Residenz von Xinno und finde dort Geryon. Es wird Zeit. Hey, ich bin noch nicht fertig, was soll das? Es wird Zeit, dass die Unterdrückung der Leute von Xinno beendet wird. Und zwar für immer. Auch wenn es dafür leider keine Belohnung gibt. So, dann werden wir auf alle Fälle nochmal hier reinschauen. Das, wow, plus 13, das ist natürlich enorm. Die Steigerung. Todesspeer 2. Ein sehr kreativer Name auf jeden Fall. Stahlsäbel 2. Genau wie das. Liebeswest. Yuki plus 10. Zeitung plus 3. Also dreimal brauche ich das. Kann es mir aber nicht leisten. Schade. Was kann ich denn noch verkaufen? Liebesmesser kommen. Kann ich denn jetzt nicht? Nee, kann ich immer noch nicht. Verdammt nochmal. Wir sind wohl ein bisschen pleite. Ritterschild. Ja, komm weg mit dem Scheiß. So, dann nochmal eine Diebesweste. Einmal. Und wir sind tatsächlich pleite. Ja gut, er braucht ja nichts mehr. So, aber sie. Stahlsäbel 2. Magische Robe wird ausgewechselt durch die diebische Weste. Der Todesspeer wird den Todesspeer 2 ersetzt. Die Stahlrüstung durch die Diebesweste. Der Eichnolzbogen durch den Eschebogen. Da haut schon ganz schön mehr rein. Auch hier die Diebesweste. Und den Rest, den lassen wir erstmal so und können das andere Zeug dann zumindest noch verkaufen, das Überflüssige. Die Waffen werden wir ja alle nicht mehr brauchen. Und so kommt ja doch noch mal ein kleines bisschen Geld in die Haushaltskasse. Ja gut, ja. Das soll dann erstmal reichen. So, jetzt muss ich mal das Questlog gucken. Suche einen Weg. Tja, dann müssen wir den wohl tatsächlich irgendwie suchen. Aber das machen wir dann im nächsten Part, denn für diesen war's das wieder. Und bis es dann soweit ist, würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.